Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir kommen zur Pressekonferenz. 13. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Wir haben gesehen, die Partie 1. CFR Pforzheim gegen den SSV Reutlingen. Endstand 1:2. Die Torschützin der 4. Minute ist Sven Legativo zum 1:0. Dann der Ausgleich in der 42. Minute und der 1:2 Siegtreffer für Reutlingen in der 54. Minute, jeweils durch den Spieler Willi Sauerborn. Wir hatten heute 435 Zuschauer im Holzhofstadion. Und ich begrüße jetzt hier beide Trainer bei mir. Herr Schütz, 3 Spiele gewonnen jetzt in Folge. Gab es einen Zaubertrank oder woran liegt es, dass jetzt Ihre Mannschaft offensichtlich die Kurve bekommen hat? Glückwunsch, Herr Schmalzenbach. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Guten Tag an alle hier. Ob es einen Trick im Zaubertrank gab, das eher nicht. Klar, wir hatten zu Beginn der Saison einige Verletzungsausfälle. Die muss man erstmal kompensieren. Wir waren haben 8 Spieler verloren gehabt und sind dann in den Negativlauf reingeraten. Und ja, ob es da einen Trick gibt. Ja, man muss natürlich trotzdem immer wieder auch versuchen, das Positive hervorzuheben, an die eigene Spielphilosophie auch glauben. Man darf da nicht verzagen in solchen Phasen. Und ja, dass es momentan jetzt so läuft, das erarbeitet man sich auch als Team. Und das Quäntchen Glück kehrt immer wieder zurück dann auch in einer Saison. Und manchmal hat man auch wieder so Phasen, wo man dann auch Pech hat. Aber ich denke, ja, alles, was man jetzt gerade sieht, haben wir uns auch erarbeitet. Vielen Dank, Mike Schütt. Fatih, 2. Heimniederlage haben wir heute gesehen. Ich denke mal, Reutlingen nimmt nicht unverdient die 3 Punkte mit. Wir haben am Anfang eigentlich gut gespielt, sind auch verdient in Führung gegangen. Aber was ist dann passiert? Gut, wir haben gut angefangen zum Spiel, schnell rausgespielt. Ja, und dann nehmen wir nach dem Tor, weiß nicht, ja, dann vielleicht meine Spieler gedacht, das wird vielleicht leicht heute. Ja. Wenn wir einen Fehlpass gemacht. Natürlich hat Reutlingen super schnell Diagonalbälle gespielt, ja, und da bringst du halt die Abwehrkette durcheinander. Da sind wir nicht richtig verschoben dann hinten drin bei beiden Tore und da sind sie dann schnell super durch schnelle Seitewechsel sind sie das dann ausgenutzt, eiskalt ausgenutzt. Und wir haben dann natürlich heute zu wenig gemacht, deswegen können sie es auch verdient zu gewinnen heute. Ja, nehmen wir hier einen Grupp, die lange fällt ja noch aus. Wir haben einige für heute schmerzlich vermisst, da wohl die Bälle rausverteilt. Julian ist ab nächster Woche wieder dabei. Dann bedanke ich mich bei den Trainern, dass sie hier bei mir waren. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie heute im Stadion waren. Ich wünsche unseren Gästen einen guten Nachhauseweg, alles Gute für die restliche Saison. Auch Ihnen guten Nachhauseweg, noch ein schönes Wochenende. Wir haben unser nächstes Spiel am kommenden Samstag, 2. November um 15.30 Uhr, Standpfiff beim VfB Stuttgart 2. Und das nächste Heimspiel sehen wir hier im Holzhofstadion gegen den SV Links am 9. November. Spielbeginn 14 Uhr. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Danke.